Ja, guten Tag. Heute einen ganz gefährlichen Gesprächspartner, den ich Ihnen anzubieten habe. Also wenn man die Taz liest, dann bist du einer der Hauptfaschisten sozusagen fast in Deutschland. Und ich bin noch mit beteiligt, weil ich dich bekannt gemacht habe, angeblich, als ob du vorher nicht schon bekannt gewesen wärst. Nikolai Binner, Kabarettist, der ins Kreuzfeuer unserer Leitmedien geraten ist. Hallo. Hi, servus. Ja, Nico, was hast du denn verbrochen? Gib's zu. Bist du irgendwo mit dem Hitlergruß ertappt worden oder ganz, also, ja, ganz offen heimlich eine SS-Uniform an? Ja, also irgendwie behandeln mich die Medien gerade, als hätte ich mir ein Hakenkreuz auf die Eichel tätowiert. Aber was ich halt im Endeffekt gemacht habe, ist, sind die, sorry, ich wollte deine Zuhörerschaft nicht direkt zu Anfang vergraulen, aber ja, ich mache halt Comedy-Videos und mache mich halt über die Corona-Maßnahmen lustig und beziehungsweise, ja, ich ziehe das durch den Kakao, was da gerade passiert und was da auch gerade offensichtlich schief läuft. Ich mache mich über politische Korrektheit lustig in der Form, in der sie gerade passiert und in der Form vor allen Dingen, in der sie dazu führt, dass Leute sich nicht mehr trauen, Dinge auszusprechen. Und das, ja, und das hat in den Augen von den Taz-Reportern mich jetzt zu einem, wie hat es genannt, fast Prototyp der neuen Rechten gemacht. Also ich weiß nicht mal, was die neue Rechte ist. Ich muss das erstmal genau googeln. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Fast Protagonisten der neuen Rechten in der Version der Taz. Ich glaube, ich werde da auch als Rechter bezeichnet in diesem Artikel. Ja, ja, genau. Du bist auf jeden Fall der Mitschuldige. Wobei ich mir da immer sage, das sagt ja mehr aus über die Taz als über mich. Wenn ein langjähriger Jungsozialist für die Taz inzwischen ein Rechter ist, dann frage ich mich, wie links ist denn die Taz eigentlich? Also die müssen ja dann so links sein, dass da war wahrscheinlich die Rechte schon wieder rausgekommen sind. Ne? Genau, aber das haben wir bei Thilo Jung, der hat ja mal gepostet, dass die DDR und Stalin und Mao das Rechte waren. Er hat danach gesagt, das war so eine Art Mausausrutscher, also wie, du weißt, was ich meine. Also, aber auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Und bei dir hat es ja jetzt weitreichende Folgen. Du bist jetzt sozusagen persona non grata, bist ein Aussätziger und dir werden praktisch alle Auftritte jetzt gestrichen, nachdem die Tanz also ich hatte noch, genau, ich hatte eine, das war eh das Absurdeste. Also ich habe erstmal Hausverbot in den ganzen Berliner Comedy-Clubs bekommen. Dann, weil ich nicht mehr auftreten konnte nirgendwo, habe ich mir dann gedacht, okay, ich muss jetzt eine eigene Show machen, weil ich kriege ja keine Bühne. Und dann habe ich bei einer Location eine Show veranstaltet, wo ich auch schon vor Corona Shows veranstaltet habe. Und die Show war absolut mega. Vielleicht, das können wir ja noch besprechen, ob wir da irgendwie einen kurzen Ausschnitt noch so reinschneiden oder so. Da die Leute haben sich kaputt gelacht. Das war eine super Show, randvoll, waren irgendwie 100 Leute da an dem Abend. Und also die Leute, die da waren, haben natürlich alle positives Feedback gegeben, weil es war eine geile Show, aber Leute, die nicht da waren, also ich weiß nicht genau, wer das war, vielleicht andere Showveranstalter, vielleicht auch andere Comedians oder Leute aus der Szene oder einfach nur irgendwelche besorgten Bürger, haben dann so viel negative Post an diesen Comedy, also nicht an diesen Comedy-Club, aber an diese Location, wo ich die Show veranstaltet habe, geschrieben, dass die gesagt haben, die können mich nicht mehr auftreten lassen, weil denen das zu viel Stress ist. Und dann, ja, jetzt lassen die mich da keine weiteren Shows mehr machen. Und jetzt habe ich dann irgendwie vor ein paar Tagen eine Mail von Nightwash bekommen, den Waschsalon, und die haben auch gesagt, dass sie dass sie mir keine Bühne mehr geben möchten und haben meine Termine, die ich jetzt eigentlich noch im Oktober gehabt hätte, auch alle abgesagt, weil sie gesagt haben, sie wollen diesen extremistischen Aussagen keine Bühne mehr geben oder ungefähr in dem Ton. Unglaublich. Also du hast faktisch als Comedian Berufsverbot. Ja. Weil du musst ja auftreten, ich meine, du kannst natürlich auch zu Hause auf der Toilette oder wo auch immer machen. Das kann man aber auch in Diktaturen, muss man dazu sagen, ja, das wird immer unterschätzt. Ja, gehört nicht. Also, ich könnte vielleicht irgendwie auf dem Balkon ein bisschen runtergrölen und gucken, ob ein paar Leute lachen, aber ja. Gut, das könnte in Diktaturen schon wieder schwierig sein, wobei im Normalfall, wenn es eine nicht allzu belebte Straße ist, dann können es auch auf dem Balkon noch durchgehen. Ja. Also das hängt immer davon ab. Also wenn du jetzt den Balkon unter den Linden hättest, dann könnte es schwierig sein in einer Diktatur. Ja. Aber ansonsten, das sind ja Zustände, das ist ja wirklich gespenstisch. Was wird dir konkret vorgeworfen? Ich glaube, es geht um dieses Impfzitat, ja? Ja, und also das ist ja eh das Absurdeste, dieses, ich meine, das Krasse ist ja, es geht also vor allen Dingen, was in der Taz thematisiert wurde und was anscheinend für die meisten der große Aufhänger ist, dass sich dieses, was auf den Düsseldorfer Fernsehturm projiziert wurde, dieses Impfen gleich Freiheit, dann habe ich halt gesagt, ja, die Schilder für die neuen Eingänge der Impfzentren stehen auch schon fest und dann halt Impfen macht frei. Ich meine,
der Joke ist doch so naheliegend. Das ist doch, hallo, also. Gut, es ist, ich hätte ihn nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde, in einer freien, im freiheitlichen und pluralistischen Land, Freiheit besteht ja auch darin, dass man was macht, was andere dann nicht machen würden oder ja, was andere für Geschmack und vor allen Dingen, das Ding ist gerade aus Sicht von einem Comedian, der Witz ist so eine, sowas nennt man eine low-hanging fruit einfach, weißt du, das ist, der ist einfach zu pflück, der liegt auf dem Boden, weißt du, das ist wie eine nackte Frau, die vor dir liegt und die Beine spreizt, so hier bin ich. Also der war für mich, der hat sich angeboten und ich habe jetzt gerade heute erst gesehen, dass sich ein paar Leute, weil Bhakti tatsächlich das anscheinend auch kritisiert hat, und also diese Nähe angesprochen hat zwischen diesen zwei Zitaten und dem wurde ja jetzt auch Antisemitismus und alles Mögliche vorgeworfen und der Witz ist, dass jetzt von Holocaust-Überlebenden und wurde ein offener Brief geschrieben, die halt alle gesagt haben, ey, hört auf, den zu diffamieren, hört auf, den Antisemit zu nennen. Das ist Bullshit. Also selbst Leute, die da wirklich ja, Leidtragende dieser Zeit waren, sagen, ey, jetzt haltet mal alle den Ball flach und entspannt euch mal und hört mal auf, hier jeden zu diffamieren. Also ich kenne dich jetzt nicht so gut, muss ich sagen, aber ich kenne dich doch ein bisschen und aus dieser Kenntnis heraus würde ich sagen, wenn man jetzt sagt, also der Binner ist ein Nazi und ein Faschist, das ist eigentlich in meinen Augen eine ungehörige Verharmlosung des Nationalsozialismus. Ja, natürlich. Ich meine, das war ein absolut verbrecherisches Regime. Ja. Und da jetzt zu sagen, ja, das waren Leute wie der Binner, damit verharmlost man das doch in einer ungeheuren Art und Weise. Stell dir mal vor, irgendwelche junge Kinder oder Jugendliche, die lesen dann, ja, Nazis, das sind solche Leute wie der Binner und dann schauen sie dich an. Dann kommen sie ja zu dem Schluss, ja, ja. So schlimm können ja diese Nazis genau, dann denken die sich, ach, also Nazis, verbrecherische Verharmlosung. Die denken sich dann also, ach, Nazis waren also die Typen, die ständig Witze machen, im Amazonas-Regenwald bei Schamanen gelebt haben und viele Drogen genommen haben und sich durch die Weltgeschichte gevögelt haben und mal eine Partnerschaft mit einer Schwarzen hatten und mit vielen Leuten mit Migrationshintergrund rumhängen und Comedy-Shows veranstalten, wo super viele Schwarze sind. Das waren Nazis. Ey, geil, ich glaube, ich bin auch Nazi. Weißt du? Also das ist ja komplett absurd. Es ist absurd. Ich meine, der Witz ist auch mein Lebenslauf, mein gesamter Lebenslauf, weißt du? Ist, also ich weiß nicht, wie man auch überhaupt auf die Idee kommt. Und ich meine, das ist ja... Du brauchst dich gar nicht zu rechtfertigen. Man ist ja dann sofort in dieser Rechtfertigung. Der Witz ist... Ich versuche mich nicht zu rechtfertigen. Ich finde es so, also ich finde es so absurd, weil ich mich frage, wie krass... Also wie krass muss man all diese Sachen ignorieren? Weil es gibt ja auch dieses Video von mir online, wo ich darüber rede, wie ich in Amazonas gelebt habe, bei Ayahuasca-Schamanen zum Beispiel. Ne? Und dann denke ich mir, Also, was glauben die, dass ich da sitze in der Tiefe, in der Tiefe meiner Erkenntnis irgendwie, in meinem tiefen Selbst und dann plötzlich, ah, okay, ich hasse Ausländer. Als ob das meine tiefste Erkenntnis wäre, die ich bei einem Schaman kriege. Also ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man auf sowas kommt, ehrlich gesagt. Ich finde es so... Ja, ich glaube, es ist geistige Hilflosigkeit. Es ist ein geistiger Offenbarungseid, weil man einer Diskussion ausweicht, weil man nicht damit zurechtkommt, wenn jemand eine andere Meinung hat und darum wie ein kleines Kind, das dann Kaka oder irgendetwas schreit, so ist es auf Russisch, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch, und man hat keine argumentative Möglichkeit und darum benutzt man das ultimative Schimpfwort, das es gibt. Und bei Erwachsenen ist dieses ultimative Schimpfwort dann Nazi und es wird völlig sinnfrei hier verwendet. Also ich halte das für eine infantile Herangehensweise. Also es ist das Niveau wirklich von Dreijährigen, die dann einfach das schlimmste Schimpfwort sagen, das sie kennen, weil sie sich anders nicht wehren können. Also das ist meine Erklärung. Ja, klingt eigentlich ziemlich, trifft es ganz gut, finde ich. Und vor allen Dingen der Typ, kein Witz, ich habe, also der Typ, der diesen Taz-Artikel geschrieben hat, der hat einen anderen Artikel online, nicht bei der Taz, der hat selber so ein kleines, bedeutungsloses Magazin. Und da hat er in einer Überschrift, da geht es um Joe Rogan, den amerikanischen Stand-Up- und Comedian und Podcaster Joe Rogan. Und Joe Rogan lädt ja alle Leute aller Couleur aus allen politischen Spektren ein. Ne? Er hat ja auch Bernie Sanders zum Beispiel da gehabt. Und in der Überschrift, in einer dieser Überschriften stand da, über die Gäste von Joe Rogan, weil er den Joe Rogan extrem kritisiert hat für die Gäste, die er einlädt, stand da Nazi, Impfskeptiker, egal, Hauptsache aufrecht. Wo ich mir denke, okay, du nennst Nazis in einer Überschrift, in einem Satz mit Impfskeptikern, als wäre das in irgendeiner, vor allen Dingen, der Wahnsinn ist, es ist ja nicht mal Impfgegner, sondern tatsächlich nur Skeptiker. Das heißt, er setzt die Leute, die den Holocaust durchgeführt haben und
diesen Weltkrieg vom Zaun gebrochen haben, nennt er in einem Satz mit Leuten, die einem experimentellen Impfstoff, der im Eilverfahren zugelassen wurde, gleich. Als wäre das irgendeine. Also, was? Weißt du, was ich meine? Ich finde einfach, das ist einfach so jenseits von Gut und Böse. Ich frage mich, warum solche Leute überhaupt die Möglichkeit kriegen, in einem Magazin wie der Taz schreiben zu dürfen. Weil ich denke mir, die Taz, das sind ja eigentlich auch, das müssen ja intelligente Menschen, da müssen ja intelligente Leute sitzen. Ja, Ideologen. Also ich hatte vor kurzem jetzt gesehen, ein guter Freund von mir, für den ich früher wirklich da die Hand ins Feuer gelegt habe, ein Journalist, der ist auch bekannt, und der macht dann auf Twitter plötzlich einen Tweet sinngemäß, ja, die Deutschen sind nicht hart genug mit denjenigen, die eine mittelalterliche Denkweise haben, die sollen auch leben wie im Mittelalter, in keine Cafés mehr dürfen und nirgends mehr hin dürfen. Und das schreibt ein Freund von mir, von dem ich wirklich immer höchster Meinung wäre. Und das ist in meinen Augen, ist das faschistoid, weil man kann nun eine positive Meinung über das Impfen haben, man kann eine negative Meinung über das Impfen haben, aber dann zu sagen, die haben eine mittelalterliche Denkweise und die sollen quasi leben wie im Mittelalter, da kann man sich vorstellen, wie die Hexenprozesse zustande kamen. Also ich meine, und das ist wirklich intelligent, klug, aufrecht, integer. Und was bringt die Menschen so weit? Ich sage doch auch jetzt nicht, ich wünsche jedem, der geimpft wurde, wünsche ich, dass er jetzt die schlimmen Nebenwirkungen hat. Ich akzeptiere jedermanns Entscheidung und das soll jeder selbst entscheiden. Genau. Wenn einer geimpft ist, ist sein gutes Recht und es steht mir überhaupt nicht an, ihn da zu kritisieren deswegen und noch schlimmer dann mit irgendwelcher Häme oder irgendetwas zu fordern. Was geht da in den Köpfen vor? Was ist da der Hassschalter plötzlich umgelegt? Also so wie 1914, als dann alle Franzosen tot sein müssten und dergleichen. Man hat wirklich den Eindruck, da ist irgendwo in der Genetik bei vielen Menschen oder irgendwo im Inneren, in der Psyche, und dann puff, und dann sind da die Bösen und das zieht sich ja durch die ganze Geschichte. Bei den alten Römern waren es wahrscheinlich die Phönizier oder ich weiß auch nicht mehr, oder die Sabiner. Also irre, gespenstisch. Ich glaube vor allen Dingen, man kann es mit den Deutschen halt sehr gut machen, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, halt dieses. Ich glaube, die Deutschen sind einfach in ihrer Grundstruktur ein krass traumatisiertes Volk. Ne? Ich meine, wir haben zwei Weltkriege hinter uns, ne? Und das hinterlässt einfach Spuren. Das hinterlässt natürlich auch Spuren bei uns und bei der gesamten Generation, weil Traumata werden, das ist ja mittlerweile jetzt auch schon fast alter Tobak, die werden einfach weitergegeben. Und solange die halt nicht aufgearbeitet, aufgelöst werden. Und sobald jemand mit einem traumatisierten Nervensystem rumläuft, ja, dann hat er schon viel Arbeit damit, sich selbst auszuhalten, ja. Und wenn er dann jetzt aber auch noch andere Leute aushalten muss, die zum Beispiel vielleicht sogar eine Position haben, die nicht seiner entspricht, dann ist das direkt schon wie ein Angriff auf sein ganzes Wesen. Und je mehr traumatisiert Menschen sind und je krasser man. Hallo? Und, achso, jetzt mache ich erstmal Pause, ne? Einfach weitermachen. Also einfach weitermachen. Und ich denke halt, je mehr diese Traumastrukturen in einem drin sind und je stärker die sind, desto mehr kannst du diesen Menschen natürlich auch lenken, kontrollieren und ihnen Angst machen. Zum Beispiel, indem du sagst so, hey, guck mal, du wirst jetzt aus der Gesellschaft ausgeschlossen, du darfst nicht mehr feiern gehen, du darfst nicht mehr in den Club rein, wenn du dich nicht impfen lässt, etc. pp. Und dann wird natürlich ein krasses Klima geschaffen und Leute, die eh schon Angst haben, weil sie vielleicht traumatisiert sind, die haben vielleicht noch viel mehr Angst vor Einsamkeit als Menschen, die das nicht haben. Und die kannst du natürlich mit solchen Druck und auch mit diesem Diffamierungsdruck, dass jemand sofort Nazi ist, zum Beispiel, wenn er nicht diese Meinung hat, die kannst du natürlich viel krasser feuern und lenken. Das war jetzt bei Facebook, die hatten gestern oder jetzt gerade hatten sie die ganzen viele Querdenker-Accounts, 150 gesperrt. Und es ging darum, dass das Sozialschädigung ist oder dergleichen. Also es war wirklich eine Wortwahl, wie ich sie aus dem Geschichtsunterricht eigentlich kenne. Also dass man jetzt zu Ungeziefer erklärt, also schon schädlich und also unfassbar. Früher nannte man das Opposition und Kritik an der Regierung und dann konnte man streiten. Und jetzt haben wir also dieses, wie der Schalter wie umgeschaltet, es geht ins Autoritäre. Und ich habe das im Interview mit Gunnar Kaiser schon thematisiert, darum brauchen wir es hier nicht groß thematisieren. Erstaunlich, dass die Russen oder die Osteuropäer nicht so ticken. Also da gibt es das sehr, sehr viel weniger. Die sind da sehr viel toleranter. Ich erkläre es damit, dass die noch so lange in der totalitären Gesellschaft waren, dass sie jetzt eine gewisse Immunität haben, während wir bei uns offenbar verblödet sind in dieser Hinsicht oder diese Gefahr einfach nicht mehr sehen. Weil man muss ja wirklich sehr geschichtsblind sein und
ich nehme absichtlich jetzt nicht immer die 30er Jahre, weil das kommen wir in Teufels. Na klar. Aber was wir jetzt erleben, das haben wir doch in den Geschichtsbüchern, und da war immer unser Konsens, dass sowas nicht passieren darf, ja, dass irgendwelche Ausländer diskriminiert werden, dass irgendwelche Gruppen, früher war es die SPD unter dem Kaiser, mein Urgroßvater hat da schon gelitten, jetzt sind es die Impfschädlinge, hätte ich jetzt fast schon gesagt, die Impfskeptiker. Ich meine, das ist, man muss doch blind sein, um das nicht zu sehen. Ja. Aber man will offenbar blind sein. Ja, ich glaube, die Leute wollen es auch. Ne? Wenn du einmal, das ist ja auch, es gibt ein geiles Buch von Eckhart Tolle, das heißt Eine neue Welt, und da thematisiert er etwas, was eigentlich genau das Problem irgendwie nailt. Das ist alles gar nicht so ein krass politisches Problem. Das politische Problem ist so an der Oberfläche. Aber Eckhart Tolle sagt, dass im Endeffekt das Problem mit dem, das Ego ist das Problem, weil er sagt, das Ego identifiziert sich mit den Positionen, die man hat, mit den Gedanken, die man hat, mit den Gefühlen, die man hat. Das heißt, wenn deine Position angegriffen wird und du dich aber mit deiner Position identifizierst, das heißt, du sagst auf einer psychologischen Ebene, ich bin meine Position, dann ist eine andere abweichende Position wie ein Angriff auf dich. Und das ist natürlich das Problem mit, und das ist quasi, wenn Leute total mit ihrem Verstand und mit dieser Story, die sie über sich haben, identifiziert sind und mit ihren Haltungen und so stark identifiziert sind, dass eine abweichende Haltung wie ein Angriff auf sie selbst ist. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Genau. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und beim Impfen kommt ja auch noch dazu, dass wenn man geimpft ist, also so stelle ich mir es vor, dann will man ja nicht jetzt, dann hat man einen sehr großen Wunsch zu glauben, dass das alles richtig war, und sich einzugestehen oder auch nur der Verdacht, dass das ein Fehler gewesen sein könnte oder gefährlich, der ist ja schrecklich. Und darum finde ich, ist es ganz logisch, dass hier gewisse Abspaltmechanismen stattfinden. Nochmal, ich bin kein Mediziner, ich kann es nicht beurteilen, ich kann mir vorstellen, dass das Ganze gut verläuft. Ich kann aber auch nicht für mich sagen, dass ich jetzt hundertprozentig überzeugt wäre, dass es eben nicht mit, sind wir ganz vorsichtig jetzt hier auf YouTube, weil er hier auch zensiert wird. Ich denke, alle wissen, was gemeint ist. Ich kann nichts dazu sagen, ob das nun wirklich gut geht oder nicht gut geht. Aber wenn ich geimpft wäre, dann hätte ich natürlich auch den großen Wunsch, hundertprozentig zu glauben, dass das gut geht. Und dann würde ich mich wahrscheinlich aufregen, dass solche Impfketzer wie der Binner und der Reitschuster dann sagen, ja, es könnte ja auch schlecht gehen. Das ist wie wenn man einen Pilz gegessen hat und dann jemand sagt, ja, der schaut aber auffällig aus wie ein Fliegenpilz. Der macht sich auch nicht beliebt in diesem Moment am Tisch. Und man ist dann doch eher geneigt, den zum Schweigen zu bringen. Also Fliegenpilze sind eigentlich ganz geil, aber die sind gar nicht beliebt. Auf die Dosierung kommt es an. Und man kann sie trocknen, dann sind sie gut bekömmlich. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. ja, total. Keine Drogenrezepte. dann ist das gleich wieder vorbei. Nee, also ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Ich stimme dir dazu. Ich glaube auch, ja, es ist genau so. Ich glaube, wenn du halt erstmal in eine Sache voll reingegangen bist und dann nochmal irgendwie, wenn du es schon gemacht hast, dann irgendwann im Nachhinein zu sagen, so, ah, fuck, vielleicht war das eine scheiß Idee. Das machen natürlich die wenigsten. Das ist ja auch verständlich, ne? Sich Fehler einzugestehen. Man würde auch schlechter schlafen, sind wir ganz ehrlich. Man würde auch schlechter schlafen, sind wir ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Wenn du glaubst, der Fliegenpilz. Natürlich. Wenn du dir jetzt, das ist eine ganz normale psychische Reaktion, die wir wahrscheinlich auch hätten. Ja, wenn du dir jetzt denkst, ey, was ich mir da reingespritzt habe, vielleicht ist das doch nicht so schlau oder vielleicht war es doch auch einfach gar nicht so nötig. Vorsicht. Ja, genau, vielleicht war es nicht so nötig. Dann. Ja, aber wie soll das weitergehen? Also du hast jetzt faktisch Auftrittverbot. Was machst du jetzt? Ich meine, du bist sozusagen ein Corona-Opfer der anderen Art. Ja. Die Corona-Krise hat dich zum neuen Rechten gemacht und zur Persona non grata, zum Aussätzigen. Also es hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist natürlich der Gedanke da, dass es natürlich bitter ist, dass ich jetzt überall gekickt und gesperrt wurde. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das langfristig auch mein Selling Point, dass sich die Leute denken, ey, okay, Das ist der Typ, bei dem der nirgendwo mehr auftreten darf. Und das ist natürlich auch schon wieder eine Sexiness, ne? Was man nicht machen darf, das will man umso mehr machen, ne? Und deswegen. Bückware. Was? Bückware. Ja, genau. Also was ich. Du bist jetzt Bückware, weil man sich bücken musste unterm Tresen, die man nur bekommt. Ja. Und ich kannte den Begriff Bückware nicht, ich war irritiert, aber gut. Ja, das kommt daher, dass die sich dann immer bücken mussten und unter den Tresen, weil man das nicht in der Auslage hat. Okay, ist wahrscheinlich kein Begriff. Also Pornografie oder dergleichen, okay. Ja, Bückware. Bückware, ja. Ja, genau, also
Und was ich jetzt halt versuche, ist, ich muss jetzt halt alles selber machen. Das ist halt die Hauptschwierigkeit. Ich muss mich jetzt halt darum kümmern, um Bühnen selber zu finden, etc. pp. Und suche halt gerade Bühnen und muss meine Shows selber organisieren. Oder vielleicht habe ich auch irgendwann mal ein Management, das das für mich übernehmen würde. Ich habe derzeit keine Agentur. Vielleicht ist da draußen irgendeine, die da Lust drauf hat. Jetzt schaut ja einer zu, genau. Derzeit habe ich sie nicht, aber genau, das heißt. Das ist eine Befreiung auf der einen Seite auch, ne? Weil ich muss mich, also jetzt dadurch, jetzt ist der Ruf ruiniert und jetzt sage ich halt sowieso, was ich möchte. Und ich muss nicht mehr aufpassen, wie so ein Elefant im Porzellanladen, weißt du? Ich muss nicht mehr, ich kann jetzt sagen, was ich will, ich kann machen, was ich will, weil ich bin eh überall gekickt. Und dann ist es auch so eine gewisse Narrenfreiheit. Und ja, also jetzt muss ich halt nur noch Bühnen finden, die mich auftreten lassen und die das aushalten, dass sie einen Shitstorm kriegen, ne? Weil es ist natürlich, das hat sich jetzt gezeigt, dass die halt, wenn sie mir eine Bühne geben, dass da Leute tatsächlich auch Probleme kriegen. Und das ist halt das ein bisschen noch problematisch, aber ja. Ja, ich habe es ja geschrieben. Also auf meinem Kanal hast du immer ein Exil und die Shitstorms, die sind wir gewöhnt und Danke. das halten wir aus. Und 325.000 sind es jetzt Ach, schon wow, fast. okay, Also von, wow, Nummer. ja, 325.000. Also ist kein ganz kleines Nee, es ist Publikum von ordentlich. daher. Aber du möchtest ja auch ein lebendiges. Das ist ja klar. Das ist ja noch mal was Ja, anderes. das wäre schön. Ja, auf jeden Fall. Man kann es natürlich nicht ersetzen. Ich werde die Videos weitermachen, ich werde die Satire-Videos weitermachen und das Online-Format weitertreiben. Und natürlich wäre es mein Traum, einfach wieder auf Bühnen stehen zu können, weil das ist einfach, das kann man nicht ersetzen, einfach mit einem Publikum in Interaktion zu stehen, einfach die Leute zu, einfach den Lachflash im Raum und diese Energie, das kannst du einfach nicht ersetzen. Und ja, das ist halt gerade die Schwierigkeit, da jetzt eine Location zu finden, besonders in Berlin. Aber ja, genau, das ist gerade so mein Ja, ich Problem. vermisse das auch. Ich habe ja anderes gemacht, immer Vorträge, aber es ist tatsächlich etwas. Es ist ja auch so, man ist ja danach auch völlig ausgelaugt und jedes Publikum ist ja anders. Und ich glaube, wer das nicht kennt, das ist ja immer eine wahnsinnige Interaktion mit dem Publikum. Also ich habe einmal zum Beispiel, ich sage jetzt nicht in welcher Stadt, das wäre beleidigend, da gehe ich raus und ich dachte, das war eine Katastrophe, alles. Und die sagen danach, es hat ihnen gefallen, aber sie sind total reserviert. Es gibt andere Säle, da kommst du rein und das flutscht einfach durch. Da spürst du, da ist eine super Kommunikation mit dem Ja. Publikum. Also es ist etwas ganz Lebendiges und das kann das Video natürlich nicht übersetzen. Gab es denn keine einzige Institution oder Bühne, die jetzt gesagt hat, wir machen da nicht mit, wir bieten dem Nikolai eine Bühne jetzt erst recht? Also bis jetzt weiß ich von keiner. Vielleicht hört ja eine mit hier. Also ich Ja, kann mir hoffentlich, kann mir das gut das ist das, vorstellen was ich in hoffe. Berlin Wenn da auch. Leute sind oder Leute, die eine Bühne haben, wäre super. Bis jetzt war es einfach so, dass ich wirklich selbst in englischen Comedy-Clubs auch, in der Englisch-Szene teilweise, da sind da, also ich trete derzeit tatsächlich viel auf Open Mics auf, aber auf Englisch die meiste Zeit, weil die in der Englisch-Szene, die kennen halt oft das Material nicht oder sprechen gar kein Deutsch oder die sind teilweise entspannter. Das heißt, ich trete in Berlin öfter mal auf Englisch auf und hier und da auf kleineren Open Mics lassen mich mal noch so befreundete Comedians auftreten halt, ne? Die haben dann ihre ganz kleinen Mics und dann kann ich hier und da mal einen Witz testen. Das geht schon klar. Also es ist nicht so, dass ich überhaupt gar nicht auftreten kann. Aber ja, also größere Shows irgendwie oder vor allen Dingen Shows, die ich selber veranstalte oder wo mein Gesicht vielleicht sogar auf dem Flyer drauf ist, das ist derzeit noch schwierig. Haben sich dann auch Kollegen öffentlich von dir distanziert und gesagt, sie wussten gar nicht, was sie da für eine Natter an ihrer Brust nährten Ja, oder sie haben mich dergleichen, halt, oder? oder ja, öffentlich distanziert, sie haben mich halt eher beleidigt. Und ich weiß halt, hinter verschlossener Tür haben auch ein paar etwas größere Comedians, deren Namen ich jetzt nicht nennen darf, halt gesagt, dass sie nicht mehr auf Shows auftreten, wo ich auftrete und so. Also wo sie halt auch dann aktiv versuchen, quasi Booker dazu zu bringen oder Showveranstalter, mir halt keine Bühne zu geben, weil sie sagen, wenn der da auftritt, dann trete ich da nicht auf. Und das Problem ist, das sind leider Comedians, die, also der eine, der das gesagt hat, der ist ein viel größeres Schwergewicht als ich in der Comedy-Szene. Und das macht es dann natürlich für so einen Booker nicht leicht. Ne? Der überlegt sich dann, okay, gehe ich das Risiko ein, den Binner zu holen, der noch nicht so bekannt ist, und verliere dafür diesen Star oder ehemals Star. Und das ist halt, das macht es für die auch nicht leicht, ne? Also widerlich ist das, entschuldige, ich kann es einfach menschlich nicht anders nennen und
wie gesagt, das ist gruselig und wer wie ich die Illusion hat, wir haben irgendetwas aus der Geschichte gelernt. Nochmal, ich mache es nicht an den 30er Jahren fest, die sollen außen vor bleiben, aber wir werden auch genug aus den 14er Jahren und aus den vorherigen Jahrhunderten lernen können. Und wer diese Illusion hatte, der wird jetzt wirklich eines Besseren gelehrt. Wo soll das alles noch hinführen? Also können wir dann irgendwann solche wie wir nicht mehr zum Einkaufen oder dergleichen. Jetzt, ja, also halt, ich verstehe es nicht. Halt ja, also wo Moment, soll das noch hinführen, Nikolai? Ich weiß es nicht. Also ich spiele schon immer wieder mal mit den Gedanken, auch irgendwann das Land zu verlassen. Aber gleichzeitig denke ich mir, da sind so mehrere Aspekte, wo ich mir denke, ich lasse mich jetzt nicht vertreiben, nur wegen Gegenwind. Und da ist auch irgendwie so was Kämpferisches. Aber ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Und aber ja, ich glaube, der Schlüssel ist, bei sich zu bleiben und sich nicht von den äußeren Umständen zu sehr irgendwie wegstrudeln zu lassen und einfach stabil zu bleiben. Und dann kann es einem auch gut gehen in Zeiten wie diesen. Also mir geht's gut, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden und hoffe, das bleibt so. Ja, ich glaube, entscheidend ist, dass man mit sich im Gleichgewicht ist. Und das spürt man auch. Vielen Dank, Nikolai, wenn wir hier Zuschauer haben, die helfen können, zum Beispiel, indem sie eine Räumlichkeit haben oder etwas organisieren, dann bin ich für die Rückmeldung sehr dankbar und vielleicht auch unten in den Kommentaren und im Chat ein paar Feedbacks, wie ihr das fändet, wenn der Nikolai bei mir gelegentlich sein Comedy machen würde. Nur manchmal musst du deinen Wortschatz ein bisschen dann okay. Das ist jetzt überhaupt nicht im Sinne von Zensur, aber es ist ja wie im Restaurant. Naja. Also eine Sache ist, man hat hier ein mexikanisches Restaurant okay. oder eine gediegene Küche. Und von daher, das war eher als Witz gemeint, nicht als ich hab's schon verstanden. Das heißt jetzt noch, der Reitschuster zensiert seine Leute. Ich wünsche dir, dass du bald wieder vor ganz, ganz vollem Haus auftrittst. Danke dir. Und wir überlegen uns, was wir für ein Format machen. Genau. Cool. Da stehe ich im Wort. Super. Prima. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, vielen Dank. Alles danke. Gute, mach's gut. Ciao. Reitschuster.de.